Hallo und willkommen zur 17. Episode der C++-Reihe für Anfänger. Vorab erstmal, das was ich in dieser Episode zeige, gilt so in erster Linie nur für Visual Studio. Das heißt, wenn ihr eine andere IDE verwenden solltet, wird das Ganze logischerweise auch anders funktionieren. Wenn ihr dabei auf Probleme stoßen solltet, könntet ihr natürlich auch gerne in Kommentaren danach fragen, wie das bei der und der IDE funktioniert. Ob ich darauf antworten kann, sehe ich dann. Wie auch immer, das Ziel in diesem Video ist es, aus diesem ganzen Bereich hier am Ende eine ausführbare Datei zu kriegen. Denn bisher haben wir hier immer was hingeschrieben und dann hier schön bei Visual Studio auf diesen Knopf hier gedrückt und dann hat sich unser Programm ausgeführt. So, wenn wir das Ganze aber an einem Endanwender schicken, will der ja natürlich nicht sich erst Visual Studio installieren müssen, dann dort unseren Code reinkopieren müssen und dann auf den Knopf dort oben drücken. Der will eine Datei haben, die er doppelklicken kann. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Zuallererst erstmal hier oben diese beiden Einstellungen. Hier erstmal gibt es Debug und Release. Debug hat noch ein paar Vorteile für euch, wenn ihr das Programm testen wollt. Release ist das, was ihr auswählen solltet, wenn ihr das Ganze dann an einen Endanwender geben wollt. Das liegt daran, dass der Compiler bei Release auch noch ein paar zusätzliche Dinge machen kann und so weiter und so fort. Debug wird im Endeffekt langsamer laufen. Als nächstes gibt es hier noch die 32-Bit und die 64-Bit-Architektur. Im Normalfall kann euch das ziemlich egal sein, nur wenn euer Programm sehr arbeitsspeicherhungrig ist, braucht ihr die 64-Bit-Version. Gut, wenn wir das Ganze hier gemacht haben, können wir entweder einmal auf diesen Knopf hier drücken oder hier oben auf Erstellen und dann können wir hier das Ganze einfach mal erstellen. Dann sehen wir hier unten, dass der das Ganze jetzt durchhaut. Und jetzt ist er fertig. Jetzt öffnen wir unseren Explorer. Und sofern ihr, als ihr damals Visual Studio installiert habt, den Pfad dafür nicht angepasst habt, dürfte der Pfad bei euch genauso aussehen wie bei mir. Und zwar C, dann Benutzer, dann jetzt in dem Fall hier natürlich euer Benutzername von eurem PC. In meinem Fall einfach Yuto. Und jetzt hier auf Source, Repos, dann habt ihr hier eure Projekte, ist jetzt in meinem Fall nur eins, namens Tutorial, da kann ich reingehen. Und jetzt gibt es hier die x64-Variante und dort drin den Release-Ordner. Und dort ist unsere Exe. Gehen wir nochmal zwei Ordner zurück. Hier drin, also in unserem Projekt drin, ist leider meiner Meinung nach ein bisschen unstrukturiert. Ein x64-Ordner, wenn ihr das Ganze für 64-Bit macht. Wenn ihr das Ganze für 32-Bit macht, ist ja leider kein x86-Ordner, sondern dann ist das Ganze hier direkt unter Debug. Das war jetzt die 32-Bit-Variante von Debug, die ich ja schon des Öfteren gemacht habe, weil hier einfach ich ja Debug und x86 automatisch ausgewählt hatte. Das ist das, was immer standardmäßig ausgewählt ist dort oben. Wenn ich jetzt also hier mal sagen würde, ich gehe zurück auf x86 und mache das Ganze jetzt in Release, gehe dann mal auf Erstellen und Erstellen, öffnen wir den Ordner, dann seht ihr, hat er jetzt nicht hier einen x86-Ordner dafür erstellt, sondern der hat das hier direkt in diesem Verzeichnis hier gemacht. Dort haben wir jetzt unser Release und dort ist es auch meine Exe. Wenn ihr das Ganze für 64-Bit macht, warum auch immer, macht er nur dann hier einen x64-Ordner, in dem das Ganze drin ist. Hier auch wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel 64-Bit Debug auswählen würde und das Ganze einmal erstelle, dann werdet ihr sehen, macht ihr hier noch einen extra Debug-Ordner dafür rein. Genug um den heißen Brei gelabert, jetzt klicken wir einfach mal auf Release und jetzt können wir das Ganze hier ausführen. Ich habe hier ein kleines Programm, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, vorbereitet, einfach wo ich zwei Werte eingebe und die dann am Ende addiert werden und ausgegeben werden. Und dazu sage ich jetzt einfach mal 5, 7 und dann kommt da 12 raus. So, wichtig an der Stelle, das hatte ich in der STDC-In-Episode gezeigt, also der Episode zu Benutzereingaben. Hier habe ich so einen Trick angewandt und zwar warte ich am Ende nochmal auf eine Eingabe. Das hat zur Folge, dass hier das Programm sich noch nicht direkt beendet. Denn wenn ich hier jetzt was eingeben würde, würde es sich direkt beenden. Ich mache das jetzt beispielsweise mal raus, stelle hier oben wieder Release ein, erstelle das Ganze. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführen würde und jetzt 5 und 6 beispielsweise eingeben würde, dann werdet ihr sehen, kann ich mein Ergebnis gar nicht lesen. Das hat den einfachen Grund, dass er hier direkt aufhört. Visual Studio, wenn ich das Ganze hier nochmal ausführen würde, jetzt direkt,
bietet einem in den Einstellungen die Möglichkeit, das kann man auch deaktivieren, wenn ich jetzt hier 5 und 6 eingebe, dass dann am Ende hier automatisch das Ganze angehalten wird, dass ich mir das alles angucken kann. Das richtige Programm bietet das dann natürlich nicht. Gut, an sich ist das eigentlich auch schon alles, was ich dazu zu sagen hatte. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Ciao!